So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Backofen der Hölle, Deutschland, bei über 30 Grad. The Sign, Ghost Dimension. Egal, ich muss immer dieses Lachen machen, keine Ahnung warum. Ich find's witzig. Ihr habt schon mitbekommen, beruflich bedingt ist es mir gerade nicht möglich, irgendwie gerade sehr viel mehr Aufwand zu machen in der Woche. Ich gebe alles, dass ich ein paar Dinge rausknall, Inka eben tatsächlich auch. Und ja, sieht momentan echt ein bisschen schlecht aus. Ne? Arbeit ist eben halt eine Arbeit, ne? Und das muss man nun mal eben halt auch mal machen. So, wir hatten beim letzten Mal gehackt. Wir waren am Tag 2 und los geht es. Und so. Was? So, Dele, einmal Koordinaten mit Speck und frisch gebackenen, nein, gehackten Zwiebeln. Zubereitet von den 2-Sterne-Köchen Hans und Tomji. Er ist witzig, Hans, ne? Ja. Das hast du aber schön gesagt. Bin gerade nicht zum Scherzen aufgelegt. Komm, das hat er schon. Ja, komm. Wieso soll denn Hans nervig sein? Ich finde ihn witzig, den Hans. Na? So, mal gucken, ob ich die ganzen Stimmchen noch alle hinkriege. Ich bin ja so ein Multitalent, was Stimmchen so anbelangt. Ja. Danke, Tomji. Ich serviere es, Wolf, bevor es kalt wird. Immer bevor es kalt wird, weil sonst schmeckt es ja nicht mehr. Habe die Koordinaten. Danke, Tomji. Gib mir ein paar Minuten Zeit, dann weiß ich genau, wo sich Gabriela aufhält. So, wir gehen ja davon aus, dass sie verschwunden aufgefunden ist. Hanna, unsere Sis. Sorry, hab gestern voll verpeilt, dich nochmal anzurufen. Ja, kein Problem. Du warst ja sehr, sehr beschäftigt. Lass uns gleich mal Hanna checken. Sag mal, meinst du Mama und Papa kommt klar? So ganz ohne uns zwei? Ach was, die freuen sich doch endlich sturmfrei. Ich denke, der Abschied fällt ihnen schon sehr schwer. Da müssen sie jetzt durch. Ach, wir wollten doch gerade gucken, Mensch. Wir wollten doch gerade ihr Profil abchecken. Und ich mach gemütlich weiter, wa? Denke ich mir auch. Und ich bin ja nicht aus der Welt. Lass mal hören, wann kommst du mich besuchen? Will dir unbedingt die WG zeigen? Ich wollte gerade WC sagen. Ich will dir unbedingt das WC zeigen. Ja, das ist spannend, ja. So, hier haben wir Hanna. Unsere Schwester, die nicht unattraktiv ist. Deswegen Finger weg, Yannick. Davon wird nichts, Cedric, du auch. Lass die Finger davon. Ja. Ich weiß nicht, was. Das ist ein schönes Bild, ne? Für mich ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Und hey, liegt nicht nur an der Farbe Orange. Ja. Ich mag den Herbst nicht ganz so sehr. Obwohl Waldspaziergänge sehr, sehr, sehr toll. Mein kleiner Wuschel. Ich bin da mehr für Lara Croft. Ja, ist schon, ja genau, das wäre der Telefonanruf. Mein YouTube-Channel, sie hat einen YouTube-Channel, lass mal gucken. Was macht sie denn da? Haare blond und Dingstönen. Ja, siehst du mal. Ich finde es immer so... So schade, dass diese abonnieren. Aber ich habe es eine Zeit lang ja auch nicht angehabt, ne? Mit den Abonnieren. Dass die Leute sehen können, wie viele Leute mich abonniert haben. Weil... ja, ist halt so. Folge mir auf Insta. Hier haben wir noch ein Insta-Profil drüber. Über sie. Und jetzt geht es weiter. Aktuell eher schwierig. Das Studium lässt mir keine Luft zum Atmen. Sobald ich Zeit finde, versprochen. Wird schon irgendwann klappen. Na ja, komm. Wir müssen ja nicht rumheulen. Sie studiert ja nun auch, ne? Ja, aber sie will besucht werden. Das würde mich riesig freuen. So, Bruderherz, ich muss dann mal zum Einkaufen düsen. Bin heute mit dem Kochen dran. Ja, das ist schön. Also ich finde Kochen, finde ich, also ich bin, ja. Ich lasse mich gerne bekochen. Okay. Guten Morgen. Bin ich dir so egal geworden? Ja, eigentlich schon, ja. Was habe ich verpasst? Wie kommst du denn darauf? Bitte, Lea, das Thema hatten wir doch erst. Du weißt, dass es nicht so ist.
Habe ich was verpasst? Draußen lautes Motorrad. Unbedingt laut müssen die Dinger sein. Ganz wichtig. Willst du nicht wissen, wie mein Vorstellungsgespräch war? Ah, sorry, Lea, habe ich total, ja, im Stress. Jetzt erzählt schon. Ich dachte, du meldest dich. Ja, genau, warum denn? Kommt der Knochen zum Hund oder was? Kommt der Berg zum Esel? Nee, die kann sich auch mal melden. Ja, warum denn verschlechtert die Beziehung? Pff. Lea, pff. Ja, pff, macht sie. Warum pff? Weißt du was? Na? Du hast tatsächlich ins Schwarze getroffen. Wortwörtlich. Das Outfit kam super an. Der Personalchef hat es richtig gelobt. Frag den Tom G. Der weiß das. Hab echt ein gutes Gefühl. Und die wollen sich heute noch bei mir melden. Jetzt halte ich es irgendwie überhaupt nicht mehr aus zu warten. Bin total nervös und sitze die ganze Zeit neben mein Handy. Aber eine Sache muss ich dir noch erzählen. Oh, Schluck auf. Mir ist während der Vorstellungsgespräch was voll Peinliches passiert. Hä? Wieso kommt denn das Bild da rein? War das gerade Gabriele? Da, das ist Gabriele mit ihrem Lederband. Scheiße, was passiert hier gerade? Warum kann ich nur das dann geben? Was denn? Sorry, mein Handy spinnt gerade. Ich melde mich später bei dir. Ja, Gabriele. Dann ist sie tot. Aber vergiss es nicht wieder. Ein Handy funktioniert auch in beiden Richtungen. Das solltest du dir echt mal merken. So, ich konnte den letzten Ordnungspunkt Gabrielas herausfinden. Es befindet sich ganz in der Nähe am Winterachsee. Windachsee. Ja. Ja. Wie sagt ihr? Ja. Bei der Position messen wir Worten, die mobile Blabla Gabriela erfolgreich erfasst. Die Ordnungsdaten können. Die Ordnungsdaten können um 0,1 Dings Prozent von den richtigen Zuhörern. Okay. Ja. Nein, das kann nicht sein. Oh Gott, wie sicher ist das? 0,1%. Wolf, es ist so grausam. Scheiße, denn es ist ja wirklich, ne? Aber wir haben es ja gerade gesehen auf unserem. Was meinst du damit? An der Stelle wurde heute eine Leiche gefunden. Müssen wir jetzt nicht nochmal durchlesen? Haben wir ja schon bereits durchgelesen in der letzten Folge, glaube ich. Das glaube ich einfach nicht. Wäre ich doch nur zu ihr gefahren. Vielleicht hätte ich sie retten können. Noch wissen wir nicht sicher, ob diese Leiche wirklich Gabriela ist. Naja, es deutet ja alles darauf hin und wir haben sie gerade in unserer Fantasie hier gerade ja schon gesehen. Also folgedessen, ja, es wird sie wohl wahrscheinlich sein. Okay, warte. Krankenwagen fährt vorbei. Nee, Krankenwagen fährt direkt, jo. Gut, jetzt hören wir das hier schon und gib Gas, gib alles, Junge. Ich fahre da sofort hin. Wolf ist unterwegs, Gabriela. Wolf kommt, die Rettung naht. Ja. Yeah. Gut, können wir weitermachen. Organparty. Verdammt, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Laut Wolf liegt Gabrielas Handy am See, an dem die Leiche gefunden wurde. Es sind keine guten Neuigkeiten.
Was ist das denn? Für ein Geräusch. Ach, Inke hat die Waschmaschine an. Oh nein, bitte nicht! Hey, heißt sie das? Wolf ist auf dem Weg zum Fundort. Bald wissen wir mehr. Wir müssen sofort die Polizei informieren. Ich befürchte das Schlimmste. Ja, sagen wir mit Wolf. Wolf ist gut. Wolf ist ein guter Mensch. Wolf ist gut. Gib sofort Bescheid, wenn er sich meldet. Der Professor. Es tut mir schrecklich leid, Ihnen das auf diesem Wege mitteilen zu müssen. Aber soeben hat sich der Dekan bei mir gemeldet. Die Frauenleiche am See wurde inzwischen identifiziert. Einen Moment, ich bin direkt für Sie da. Okay, dann ist das jetzt wohl, dann ist es jetzt wohl traurige Gewissheit. Sie ist tot. Machst du mal die Tür zu, bitte. Die Waschmaschine ist sehr, sehr diskret. Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung. Es tut mir schrecklich leid, Gabriela ist tot. Nein! Scheiße! Oh Gott! Fuck, das tut mir leid. Verdammt, ich muss auch mal mein Handy ausmachen oder leise schalten. Hupi, hupi. Gabriela wusste es. Sie wusste es die ganze Zeit. Wir hätten für sie da sein müssen, Cedric. Es tut dir leid? Ich fasse es gerade nicht. Genau, den können wir jetzt dafür verantwortlich machen. Machen wir Cedric dafür verantwortlich. Wer tut nur so etwas Schreckliches? Noch ist doch nicht ganz klar, ob es ein Mord war. Was denn sonst? Natürlich, ja, das ist ja wohl auch klar. Was denn sonst? Wer deponiert die Leiche am See? Ja, sie macht sich ja nicht selber tot und oder stirbt am natürlichen Todes und deponiert sich danach nochmal am See ab. Das geht nicht. Jetzt kommt mir keiner mit diesen Geistermädchen. Nein, aber vielleicht war es ein Unfall? Nein, Gabriela hat es von Anfang an prophezeit. Verdammt, wir hätten ihr unsere Hilfe anbieten müssen. Das glaubst du doch nicht wohl wirklich. Ja, das hätten wir von Anfang machen müssen. Sie kam mit merkwürdigen Sachen um die Ecke, sie hat sich eine Woche lang nicht gemeldet. Wir hätten ihr helfen müssen, tatsächlich. Tom, sie hat recht. Wir sind alle mit dran schuld, dass sie tot ist. Sie hat bei uns Hilfe gesucht, aber wir haben es einfach ignoriert. Das ist jetzt erstmal für Sie alle ein riesiger Schock. Da zu diesen tragischen Ereignis scheinbar noch Schuldgefühle aufkommen, schlage ich Ihnen Folgendes vor. Ja, was denn? Das sind aber viele Vorschläge, die er jetzt macht. Die Kurse entfallen fürs Erste natürlich und ich werde Ihnen die Zeit und den Raum lassen, über Ihre Gefühle und Gedanken zu sprechen. Lassen Sie uns morgen um 10 Uhr im kleinen Saal zum Reden treffen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten zu Einzelgesprächen, die unser internes Krisenteam begleiten. Und was soll das jetzt bringen? Gabriela ist tot. Danke, Herr Kruger. Das wird uns gut tun. Nix sagen. Auch wenn's hart klingt. Ablenkung wird Ihnen jetzt gut tun, glauben Sie mir. Leute, es macht schon die Runde. Ich hab's euch geteilt. Matt. Ach so, dass es Gabriela ist, ne? Der Tod ist nicht das Ende. Nicht die Vergänglichkeit. Der Tod ist nur die Wende. Beginn der Ewigkeit. Rest in peace, Gabriela. Ach ja. Ihr seid mir ein paar Knaller. So. Ich kann es immer noch nicht glauben. Muss das denn sein? Es ist schon so schlimm genug. Ja, man muss ja immer. Das sind die
Social-Media-Dinger, ne? Stirbt irgendjemand, wird da eine riesen Tarat drum gemacht und so hat alles. Das ist, ja. Mir fehlen die Worte. Achso, wieso? Habe ich denn immer so düster gesprochen? Keine Ahnung. Ich hätte ja ein bisschen Platznack können, ne? So, das wäre geil. Jonathan im Platznack. Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht, den Jonathan mit dem Baiten Platznack? Warum können wir hier nichts machen? Achso, hat sich da was Neues getan? Aha. Wolf, hast du schon erfahren? Wolf, es ist absolut grauenvoll. Melde dich dringend. Bist du schon am See? Sekunde. Ja, wie kommt sie aus dem Keller unbemerkt am See? Das ist nun die Frage. So, jetzt bin ich rechts rangefahren. Bin gleich dort. Was ist denn los? Die Uni hat es gerade bestätigt. Gabriela ist die Tote. Bitte nicht. Wieso, verdammt nochmal? Sie. Keine Ahnung, Wolf. Sie hatte gestern Abend irgendwas Schreckliches entdeckt. Glaub mir, Wolf, es hat irgendetwas mit dem Video zu tun. Genau das müssen wir raushitten. Komm, wir lecken Wolf mal auf die Richtung. Weil wenn es einer lösen kann, dann wirklich Wolf. Ne? Also wenn er was rausfinden kann, wirklich Wolf. Nichts dieses Übernatürliche. Ich glaube auch tatsächlich, dass hinter dem auch alles nichts Übernatürliches steckt. Sondern vielmehr vielleicht irgendwie eine Organisation. Kennt ihr den Film Unknown User? Heißt der Unknown User? Unknown User und den zweiten Teil davon, Darknet. Das müsst ihr euch mal angucken. Weil da ist es auch so eine Organisation. Ne? Das hat sie mir gestern Abend panisch gezeigt, bevor der Akku leer war. Genau. Mir wird ganz anders. Ich muss nach Hause. Meld mich. Okay. Tayo hat seinen Dingens. Da guck mal, wir haben ja auch doch mit Tayo schon geschrieben. Papp, hä? Was? Hä? Hä? Ah, okay. Hat seinen Status geändert. Nee, ist Yannick. Warum bin ich bei Yannick gelandet? Hä? Ich wollte doch so gerade zu Tayo bei. So, da. Wir werden dich vermissen. Ach, ja. Ja. Das ist, ist, ja. Weiß ich nicht. Es ist so ein Mitläufer-Ding, glaube ich. Na klar, das waren vielleicht jetzt eine Gruppe und so, Studentenkollegen und so und alles, aber... Schwierig, da jetzt... Ich bin immer einer, der hält sich gerne mal zurück bei so etwas. Also ich persönlich. Wenn da jemand gestorben ist, dann mache ich da nicht so ein Tamtam draus. Weil, und dann schreibe ich da nicht so rein. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen WhatsApp-Benachrichtigung Verkänzer. Das hat aber bei mir was zu tun, dass ich eben halt... dass wir sehr viel Krebs in unserer Familie haben. Also nicht aus meiner Seite, auch aus meiner Seite, aber eben so aus Inkas Seite auch. Und da auch schon einige Verwandte noch dran gestorben sind von meiner Seite und ihrer Seite. Und deswegen habe ich es reingeschrieben. Aber ich mache da auf Kollegen oder andere Leute, die ich kenne. Zum Beispiel ist ich war Fußballtrainer. Und da der Junge, der bei mir 3 Jahre trainiert hat, die Mutter, die ist verschwunden. So, das wurde bei Facebook überall rumgepostet. So, und ich habe da auch nicht so ein Tamtam draus gemacht. Ne? Ich habe auch den Vater, da habe ich in Ruhe gelassen. Ich habe den ja auch bei WhatsApp drin. Ne? Da habe ich auch nicht gesagt, hier, sag mal, ist sie wieder aufgetaucht? Wie schaut's aus? Wie geht's ihr? Oder sonst ein Kram. Nein, ich lasse sie einfach in Ruhe. Weil diese Leute können einfach gut ohne unser Mitleid. Die haben andere Probleme in dem Moment einfach. Und das ist eben halt, also so sehe ich das eigentlich. Weil ich finde das wirklich, dieses, es gibt so viele Leute, die müssen sich einfach irgendwie in den Mittelpunkt stellen und ihr Mitgefühl ausdrücken, was sie denn wirklich nicht haben, sondern es ist einfach so eine Art Geilheit oder sonstig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich halte mich dabei raus. Die Leute haben schon wirklich andere Probleme in dem Moment. So, wir sind bei Papa. Grüß dich, Mignon. Hätte du ein bisschen Tiet oder Wort? Was gibt's denn, Paps? Achso, was gibt's denn, Paps? Hab gestern Abend
noch den ganzen Urlaubsfotos aus dem Laptop übertragen. Da sind viele tolle Aufnahmen dabei. Das hier musst du dir mal unbedingt ankicken. Du wirst da echt total drüber abgegangen, sag ich dir. Ach schön, Delfine. Ja, kick dir das mal an, du. Wirklich beeindruckend, Paps. Da hattet ihr ja richtig Glück. Das war bestimmt ein tolles Erlebnis. Das denke ich auch. Mal was Schönes einfach mal jetzt, ne? Ja. Ja, absolut. Hatte ich zuvor noch nie Delfine in freier Wildbahn gesehen. Tja, wohnt zwar auch am Meer, aber das ist ja das Norden. Da geilert sowas nicht, ne? Da geilert sowas nicht. Wenn du mal wieder ein bisschen Zeit hast, kommst du uns mal besuchen. Dann zeige ich dir noch mehr. Zum Beispiel deine Mutter am Karaoke-Abend hat ihr Bestes gegeben. Das war zum Totlachen. Okay. Ja, sauber. Nicht sagen. So, pass mal auf, mein Junge. Irgendwas ist doch da nicht ganz so richtig. Störe ich? Du bist gerade so kurz gebunden. Bin tatsächlich etwas in Eile. Ja, so können wir es machen. Sech das doch, mein Junge. Wir sabbeln on and more. Okay, danke, Paps. Ja, Papa, schön, Delfine, klasse. Also toll. Papi, deine Delfine sind einmalig spitze. So, guck mal hier. So sehen wir auch bald auf der Arbeit aus. Ah, da kriegen wir neue Ausrüstung. Hier, guck mal, das ist modern. Modern Tumi 60 kommt von der Postbüdel. Silvia Winter, wer ist die denn? Oh, hi Silvia. Hallo, hallo Frau Winter. Wer ist Silvia Winter? Hallo, wir haben Urlaub. Da darf man das. Mit Schatz den ersten richtigen Sommertag genießen. Ist das die Mutter von Gabriela? Frühjahrsputz ist geschafft. Und ich auch. Okay, Gabriela Winter. Quatsch. Silvia Winter. Ach, die Mutter von Gabriela und Quentin, das siehst du. Quentin Tarantino. Hallo, Tomji Tom. Mir fehlen gerade die Worte, es tut mir so unendlich leid. Lieb, dass du dich meldest. Du hast meiner Gabi sehr viel bedeutet. Sie wird mir so fehlen. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen. Sie war ein ganz besonderer Mensch. Komm, Sie war ein sehr, sehr, sehr besonderer Mensch. Das war sie wirklich. Aber ich muss erst mal selbst begreifen, was passiert ist, dass mein kleines Mädchen nie mehr nach Hause kommt. Ich weiß ja noch nicht einmal, was mit ihr passiert ist. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr fürchterlich, oder? Bin wieder zu Hause. Einfach mal die Mutter abwürgen ist auch nicht schlecht, ne? Ich kann das alles nicht glauben. Ich fühle mich so schuldig. Es tut mir alles so leid. Warum sollen wir uns denn schuldig fühlen? Ich hätte mehr für sie da sein müssen. Jetzt hör auf, Tomji. Selbst wofür wir bringen Gabriele jetzt auch nicht mehr zurück. Jetzt schickt mir auf der Stelle dieses Video. Irgendetwas ist da oberfaul. Und ich glaube, Wolf weiß. Ich glaube, wenn wir es wirklich jemanden schicken sollen, ist es tatsächlich Wolf. Weil ich glaube, er kennt sich damit aus, er wird was finden. Und ich muss unbedingt herausfinden,
was damit nicht stimmt und ob es was mit Gabrielas Tod zu tun hat. Okay, Wolf, aber ich muss dich vorher warnen. Nein, Wolf, du hast keine Ahnung, was es mit dir macht. Ja, komm. Ich halte es für eine gute Idee. Und ich glaube auch nicht, dass Wolf stirbt. Glaube ich nicht. Wolf ist unsterblich. Ist wie Terminator. Er ist der 7-Terminator. Spar dir jetzt deine Predigt und schick mir jetzt dieses Video. Hier, bitte, Wolf. Und nie wieder so böse zu mir sein, ja? Okay. Autostart erfolgreich aktiviert. Schön. So. Was machen wir derweilen? Der wird ja noch angerufen und so was alles. Die Polizei wird sicher bald mehr wissen. Die Zeit hat alle Wunden, ja. Das ist ja der beste Spruch überhaupt. Wenn zu mir jemand sagt, weißt du, ich verliere mein Kind, und dann kommt irgendjemand zu mir an und sagt, die Zeit hat alle Wunden. Nee. Bitte seien Sie so lieb und sagen Sie Bescheid, sobald es etwas Neues gibt. Genau, das machen wir. Weil uns interessiert das ja auch. Es war ja unsere beste Freundin und da muss, ja. Das mache ich natürlich. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder um meinen Mann und Gabis Bruder kümmern. Vielen Dank für deine Nachricht, Uchi. Ja. Was war das denn? Das Video startet selbstständig und ich konnte es nicht einmal mehr entschließen. Ich hab's ja schon viel gesehen, aber das? Das ist erst der Anfang, Wolf. Du wolltest mir ja nicht glauben. Hast du schon den Anruf bekommen? Frag mal nach Anruf. Ja? Wolf? Wölfilein, Wölfchen, Wolfi. Ja, ein bisschen feiner Wolf. Ja, ein bisschen ganz feiner Wolf. Ein ganz feiner Wolf. Ein bisschen feiner Wolf. Ein ganz feiner Wolf. Fuck, woher wusstest du das? Warst du das mit dem Anruf? Sag mal, spinnst du, oder? Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Nein, verdammt. Jetzt fang du auch nicht so an. Okay, warte mal. Das will ich dir doch die ganze Zeit erklären. So erging es Gabriela und mir auch. Und Yannick tatsächlich nicht zu vergessen. Und jetzt bist du auch verflucht. Edgy Badge, Edgy Badge. Sorry, aber daran glaube ich nicht. Siehst du, alles gut. Ich analysiere das Video genauer. Das muss ganz eine ausgefuchste Technik sein. Ich finde schon heraus, wer dieses Mädchen ist. Danke, Wolf. Das würde mir echt weiterhelfen. Das würde uns allen, glaube ich, weiterhelfen. Ich hoffe es von Spide. Gut, wir haben zu Ende gewolft. Yannick, was? Wieso springen wir jetzt darauf um? Achso. Okay. Jetzt geht mit Yannick weiter. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge tatsächlich an, meine lieben Kinderchen. Und ich gebe Gas. Ich hoffe, das klappt. Ich habe ein bisschen viel zu tun. Ich habe sehr viele Spätschichten und Mittelschichten und Oberschichten und andere Schichten. Und ich habe Wechselschichten immer. Das ist immer die Kacke. Man weiß immer nie, wann man aufstehen muss. Man weiß nie, wann man ins Bett geht. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.